Herzlich willkommen bei Klosseminar. Was, schon wieder Freitag? Kurznachrichten aus meinem Leben. Schlagzeilen. Das erste Mal. Gedanken. Nee, doch nicht. Tja, das erste Mal in diesem Jahr hat's wirklich, glaub's war Mittwoch, geschneit. Und das sah ganz kurlig, sagt man auf bei uns in unserer Gegend, kurlig, kurios. Und das sah ganz lustig aus, auch am Abend habe ich versucht, die Stimmung einzufangen. Alles ein bisschen weiß, ungewohnt, und wir sehen hier unten noch, die Rose blüht immer noch. Und da habe ich mit meinem Fotoapparat und meinem fotografischen Können, was jetzt noch nicht so riesengroß ist, aber man kann es ja versuchen, einzelne Schneeflocken versucht einzufangen mit Gegenlicht, sprich Blitz. Und ja, fürs erste Mal nicht schlecht gelungen. Aber wie gesagt, es war das erste Mal, dass es dieses Jahr geschneit hat, zumindest hier, so richtig schön, dass es weiß war. Und das war ganz, ganz witzig, ne? Eben, kurlig. Okay. Nee, doch nicht. Ja, nee, diese Woche nicht geschafft. Einfach nicht. Ja, kann passieren. Ist nicht schlimm, die Welt geht nicht unter, denn nun haben wir es auf den Montag als Ziel angesetzt und ich denke, so kommt es hin. Weil, wenn man was verspricht, sollte man es, wenn irgendwie möglich, halten. Außer, es kommen da höhere Mächte, die man dann nicht beeinflussen kann. Aber ansonsten sollte es klappen, ne? Sorry, bin auch nicht perfekt, will ich auch nicht sein, weil sonst wäre ich so ziemlich der langweiligste Mensch auf der Welt, ne? Gedanken. Ja, du hast vorhin gesehen, die Rose blüht noch trotzdem, als es draußen schneit. Da ist mir so ein älteres deutsches Sprichwort in den Sinn gekommen, das da heißt: Anstatt zu klagen, dass die Rose Dornen haben, Freude sollst du haben, dass der Dornenstrauch Rosen trägt. Ja, wenn man da mal ein bisschen nachdenkt, das hat auch noch was. Man klagt so manches Mal, berechtigt oder unberechtigt, das sei dahingestellt, doch wir müssen nicht immer nur klagen. Man kann auch mal das Gute sehen und das Gute verstärken dann. Denn das Böse oder das Negative, das existiert, ob wir das wollen oder nicht. Aber wenn wir uns ein bisschen mehr auf das Positive, sprich das Gute, konzentrieren würden, könnte es sein, dass sich das ein oder andere ändert. Denn es ist ja eigentlich so rückwirkend, zumindest bei mir ist es größtenteils so, alles, was auch im Moment vielleicht völliger nervenaufreibende, keine Ahnung, auf Deutsch gesagt, Scheiße war, hat sich im Nachhinein herausgestellt, hey, das war eigentlich gar nicht so doof, weil dann hat sich dieses, jenes und eines ergeben, was dann wieder positiv war, ne? Anstatt zu klagen, dass die Rosen Dornen haben, Freude sollst du haben, dass der Dornstrauch Rosen trägt. Finde ich cool. Kann man darüber nachdenken. Tja, das war's schon wieder. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und ja, vielleicht bis nächsten Freitag. Man weiß es nicht. Nicht immer regelmäßig, aber ab und zu ziemlich mäßig. Wenn du nichts mehr verpassen willst, schreib es in die Kommentare. Wenn du was anders sehen willst, schreib es in die Kommentare.
Hat's dir gefallen? Schreib es in die Kommentare. Hat's dir nicht gefallen? Schreib's auch in die Kommentare. Und ich habe auch gar nichts dagegen. Daumen hoch. Daumen runter. Naja, wenn es sein muss, wenn du dich nicht überwinden kannst, Daumen hoch, dann eben Daumen runter. Mein Gott, was soll's? Ich gebe mir Mühe. Kommentare wäre besser, wäre meiner Meinung nach ein bisschen besser als Daumen runter. Aber naja, jeder das seine. Wenn du nichts mehr verpassen willst, dann abonniere diesen Kanal. Ansonsten danke ich dir und bis dann.